Heute zeige ich euch mal ein Video von meinen beiden größeren Küken, die ich jetzt schon in den Spielplatz setzen muss, weil sie von der Schüssel jetzt schon immer über den Schüsselrand drüber steigen. Die sind schon recht neugierig, erkunden hier schon alles. Hier haben wir mal Küken Nummer 1. Küken Nummer 1, komm her. Küken Nummer 1, sieht man auch sehr schön, wie es grün wird, die Farbe von einem Bauch. Es wird wahrscheinlich wie die Mama werden, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wie die Mama aussehen wird. Schaut ihr jetzt schon ziemlich ähnlich. Also ein grüner Spengel wird es werden. Ob Hahn oder Henne kann ich noch nicht sagen. Dazu ist es noch zu früh. Aber im Moment würde ich auf Hahn tendieren. Das ist Küken Nummer 1. Möchtest du da raus, Geht's nicht, ha? Ist ein Glasscheibe dazwischen? Ja, Plexiglas, gell? Ja, komm mal nicht raus. Nein. Ah, da kommt Küken Nummer 2 dazu. Machen wir Gruppenkuscheln. Spiegelt ein bisschen. Wenn wir es so herstellen, vielleicht geht's dann besser. Spiegelt jetzt ein bisschen vom Fenster. Naja, aber man kann schon erkennen. Meine beiden süßen Kükis. Das kleine habe ich jetzt im Mistkasten lassen. Das habe ich jetzt mir nicht gefilmt, weil das kann ich auch noch in die Schüssel tun. Und ja, und das läuft ja auch noch nicht so umeinander. Darum tue ich das nur in die Schüssel setzen. Aber in ein paar Tage, ich sage mal in 2 Tage oder vielleicht auch schon morgen, kann ich das dann auch schon hier im Laufstall reintun. Jetzt sieht man bei Küken Nummer 2 sehr schön im Bauch. Wird wohl auch grün, also ich meine, dass da was Grünes durchspitzelt. Aber kein Spengel, glaube ich. Ich glaube, das wird ein normal grünes. Lassen wir uns mal überraschen. Kann man noch nicht so genau sagen, wie es wird. Ich glaube, normal grün. So, das war's mal wieder. Jetzt da. Wer von euch zwei sagt jetzt Pfirti? Ups, gehen wir da rauf. Wer von euch zwei sagt jetzt Pfirti? Die mengen die beide die Kamera nicht. So. Also, Küken Nummer 1 sagt Pfirti.